schon sind Sie da. Handsignierte Spaghetti alla Tracy. Guten Appetit. Tracy. Entschuldigung. Bin ganz Gehörgang. Ich brauche einen guten Fahrer. Wir haben ein großes Ding vor. Ach ja? Nein, nicht mit mir. Kein kleiner Fisch, ganz großer Fisch. Meine Jungs arbeiten nun mal nicht mit der Kanone. Bewaffneter Überfall ist da nicht drin. Zu heiß. Machen wir weiter im Unterricht. Wir lernen heute, wie man einen Pelz klaut. Zum Pelzeklauen, wo gehst du hin? In einen Pelzladen. Hast du ein Glück, dass Dummheit nicht wehtut. Wieso? Pelzläden haben Alarmanlagen, du weiches Ei. Du willst also einen Pelzmantel klauen. Ganz einfach. Wo hängen sie rum? Im Schönheitssalon. Warum benutzt du nicht erstmal deinen Kopf, Junge? Erst denken, dann klauen. Ey, lass den Motor laufen. Klar, da steht doch auf Seite 3. Jeder bleibt auf seinem Platz, das ist ein Überfall. Ah! Hoch, Hände her! Los, ich hab die Pelze! Halt! Komm, nicht sie weg! Halt, mein Mantel! Nicht mein Mantel! Halt! Hey, ein Autodieb! Hilfe, Polizei! Was willst du denn jetzt schon wieder? Meinst du nicht auch, dass ich besser Schmuck tragen sollte? Ich sag dir, was du tust. Ja. Na, du nimmst deine phänomenalen Brüste und machst einen Knoten rein. Dann schnappst du dir eine Kette Weißwürste und hängst sie dir um die Gürtellinie. Klar? Nur wieder mitbringen und nicht auffressen. Ich brauche Informationen über einen großen Killer, der in der Stadt ist. Von dir? Von dir, Mann. Du bist der Einzige, der wirklich klaren Durchblick in der Unterwelt hat. Ah. Inspektor, es gibt nur eine Sache, über die ich alles weiß, und das ist Dawn. Wenn du diese Hand hier wählst, die mit dem Streichholz, zünde ich alles an, auch dich. Verstanden? Entscheidest du dich für die andere Hand, die Hand mit der Münze, dann sagst du mir, welches Schwein Carlo umgebracht hat. Wir werden ihn aufhängen. Am nächsten Baum. Verkehrt rum natürlich. Und all meine Jungs werden zuschauen. Warte, Tracy. Es war Belly. Was hast du jetzt vor? Du wirst die Münze brauchen. Wozu? Um die Feuerwehr anzurufen, du Vogel. Du Ratte! Wir lernen jetzt, wie man eine Brieftasche richtig zieht. Ziehen ist an sich keine Kunst, aber man muss wissen, wie man richtig zieht. Aufgepasst! Wenn ihr was falsch macht, leuchtet die Lampe auf. Seht ihr also? Was geht denn überhaupt noch? Die reichen Leute haben ihr Geld nicht mehr zu Hause und die Juweliere lassen sich durch eine Pistole nicht mehr erschrecken. Es gibt kaum noch Wohnungen ohne Alarmanlagen und in den Büros liegen Berge von Wechsel. Am Ende werde ich noch arbeiten gehen müssen. Denk daran, wozu wir hier sind. Wir sind hier, um zu lernen in der freien, internationalen Gangsterakademie. Und wenn ihr gelernt habt, Grips zu gebrauchen, dann braucht ihr keine Kanonen. Kanonen haben die, die hier nichts haben. Balls, Eier müsst ihr haben, dann braucht ihr keine Knarre.